Wie kriegst du das nur immer hin, zufällig über die Lösung zu stolpern, Cat? Ich kapier's einfach nicht. Aber, Chef, wenn du das so formulierst, sollte ich dich vielleicht zum Lindenhund ausbilden lassen. Auf keinen Fall ziehe ich so ein knallgelbes Mäntelchen an. Aber auf der anderen Seite, dann würde das heißen, du wärst blind. Gut, wie wäre es mit einem gemeinsamen Abendessen, bevor wir uns auf die neuen Fälle stürzen? Was für eine famose Idee. Speichern! Hi! Hi! Rex Rückkehr. Ach so, haben wir das Fallfinale von dem anderen Fall schon gehabt überhaupt? Das Fallfinale an sich, ja klar, aber... Nee, von dem letzten meine ich. Also, ich glaube, also noch nicht die Sequenz oder sonst irgendwas da. Naja, ich meine ja das, was wir freigeschalten haben halt. Das Minispiel-Modekatalog wurde um einen neuen Laden erweitert. Mhm. Minispiel-Große Schiebung wurde um ein neues Level erweitert. Im Büro ist nun ein neuer Fall verfügbar. Und noch ein neuer Fall. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Nein. Oh. Mann, Mann, Mann. Okay. Also gucken. Fallfinale mal durchgucken so. Achso, ich hab gedacht, wir gucken. Ja, erstmal, damit das. Wir haben zwei Rätsel verpasst. Was? Wo? Okay, dann Rätsel. Aber die Fallfinale müssen wir eigentlich auch mal angucken. Ja. Und vier Hinweismünzen. Fünf bei mir. Vier bei mir. Du hast mir irgendwo eine nicht gesagt. Nein, ich hab's immer gesagt. Dann habe ich irgendwo entweder nicht zugehört oder ja, wahrscheinlich hast du leise geredet. Nein, wahrscheinlich hast du mir wieder nicht zugehört. Gar nicht wahr. Hier ist noch eine drin, ja, aber wo denn? Mir fehlt auch noch eine. Ja, hier? Bei dem? Da ist nichts. Ah, unten am Eingang von dem Tower Bridge, da links höher, ein bisschen höher. Links? Da, das Ding. Achso. Okay, damit können wir weiterziehen. Ja. So, ach, ja. Fahrrad, wo das Fahrrad ist. Okay, ja. Da ist bei mir noch eine Hinweismünze frei. Da ist, ja, bei mir auch. Aber wo? Einer der Reifen, Auto. Ja, in dem Auto. In der Tür, Seitentür. Ah, okay. Okay, und hier noch ein Rätsel, ne? Was? Möchte ich meinen. Ach nee. Nö. Nö. Hier ist kein Rätsel. Okay, dann müssen wir das Fahrrad nehmen und... Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, da wäre was. Okay, dann... Millionaire's Row. Saints Row. They see me walk. They hate him. Okay, hier haben wir alles. Ja, Ein zweiter habe ich. Fehlt mir... Ein Rätsel. Ein Rätsel, genau. Uno Puzzlo. Wollen wir... Ah, ich glaube mit der Frau. Das haben wir, glaube ich, auch. Nee. Da waren nicht. Bla bla bla, vielleicht kommt das erst jetzt später. Katze? Nee, oh, bei Jerry. Ja. Okay, ich muss noch kurz mit der Katze. So. Oh, gut, sie kommt genau richtig. Ein Kunde von mir hat mir ein kniffliges Rätsel gestellt, das ich partout nicht lösen kann. Ach toll, Jerry. Da können wir Ihnen sicher helfen. Das habe ich ihm nur gelöst. Und Koop Mode. Tiger im Tank. Oh nee. Dieser Gentleman möchte seinen Wagen in die Nachbarstadt fahren. Ein Lastwagen ist zur selben Zeit auch auf dem Weg dorthin und kann selbst die schwersten und größten Gegenstände transportieren. Wenn der Mann sein ganzes Gepäck in den Wagen packt, braucht er 50 Liter Benzin. Er kann den Benzinverbrauch, ich weiß nicht, warum da der steht, um je einen Liter pro 10% des Gepäcks verringern, das nicht in den Wagen geladen wird. Wie viel Benzin braucht der Wagen des Mannes mindestens? Was? Ein Lastwagen ist zur selben Zeit auch auf dem Weg dorthin und kann selbst die schwersten und größten Gegenstände...
Worum geht's jetzt? Der Gentleman möchte mit seinem Wagen in die Nachbarstadt fahren. Und da zur selben Zeit fährt ein Laster los. Und man wenn der Mann sein ganzes Gepäck in den Wagen packt, braucht er 50 Liter Benzin. Er kann den Benzinverbrauch um je 1 Liter pro 10% des Gepäcks verringern, das nicht in den Wagen geladen wird. Wie viel Benzin braucht der Wagen des Mannes? So, jetzt geht's los, oder? Ja. Also. Schade. Boah, Mann. Oh, wie gemein. Warum? Ich hab gedacht, der stimmt das Auto auf den Lastwagen nehmen und dann setzt er sich einfach mit rein. Ja, dachte ich auch. Warum ist das falsch? Oh, schade. Gemein. Vor allen Dingen, ich hab extra noch gewartet, weil ich dachte, du verstehst das Rätsel noch nicht. Ach, oh Mann. Okay. Okay, warte. Also muss es wirklich eine richtige Antwort sein. Ich lache jetzt, wenn es eins ist. Das sollte reichen, denke ich. Auch nicht. Was ist denn heute mit mir los? Ja. Ich mach mal einen Hinweis. Den Lastwagen optimal zu nutzen. Ja, wow. Das weiß ich auch. Was? Hinweis? 40? Ja, wenn er 50 Liter Benzin braucht und 10%, also pro 10% des Gepäcks 1 Liter sparen er kann könnte. Dem Prinzip, ja. Da hätte ich jetzt gesagt, 10 Liter spart er und müsste dann 40. Nee, also es geht ja, wie viel Benzin er braucht. Naja. Er kann den Benzinverbrauch um je 1 Liter pro 10% des Gepäcks. Naja. Ja, bekommst du doch 40. Na, hier steht ja auch, wenn der Mann sein ganzes Gepäck in den Wagen packt, braucht er 50 Liter Benzin. Ach so, okay. Aber scheint ja...50 ist es übrigens auch nicht. Okay, 1 Liter. Das ist doch wahrscheinlich wieder so. Schild lacht sich ab. Ja, das ist gerade. Eigentlich wären es doch. Für den Wagen bräuchten wir eigentlich 0 Liter. Wenn wir ihn da reinhieven würden. Aha. Ein Hinweis nennt so. Okay, nächster. Der Lastwagen kann dann wäre es immer noch 0. Hä? Scheiß Teil. Ach so, es... Ja, dann ist es 0 eigentlich, ja. Also ganz ehrlich, ich mache jetzt noch den Supertipp. Weil ich habe genug Hinweismünzen. Ja. Aber dann muss es ja 0 sein. Ja, eben eigentlich... Genau, warum legst du den Wagen nicht auf den Lastwagen und... Da braucht man gar kein Benzin. Ja, und... Aber der hat das doch richtig angenommen. 0, 0. Sag mir nicht, das ist... Ist das nicht lösbar? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir könnten jetzt alles, was man hier eingeben kann, aber ganz ehrlich, also, es ist anscheinend wie das Coffee-Rätsel. Irgendwie sowas. Ganz ehrlich... Wir machen vielleicht ein Unentschieden. Oh, ich muss mal kurz weg. Ja, dann sieh zu, dass du nicht durch die Kamera läufst. Ich versuche es. Hey! So, also, was könnte jetzt sein bei diesem Rätsel, dass ausgerechnet das nicht funktioniert? Blablabla. Ein Lastwagen ist zur selben Zeit auch der Weg dorthin. Das wäre jetzt merkwürdig, wenn ich 1 Liter Benzin mindestens brauche, nur weil er damit überhaupt dann fahren kann. War klar. Hätte mir eigentlich von Anfang an klar sein müssen.
Er muss ja, also er könnte ja nie und nimmer wieder starten, wenn er keinen Benzin im Tank hätte. Du bestehst jeden Abgastest, im Gegensatz zu so Leuten von VW. Der Wagen braucht überhaupt kein Benzin, das ganze Gepäck und der... Moment. Das ist jetzt merkwürdig. Da steht, der braucht kein Benzin. Aber komischerweise ist die 1 richtig. Was ist da jetzt los? Hä? Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt so ist, aber es ist so. Das ist merkwürdig. Ich sollte lieber aufpassen, dass ich nicht eventuell beim Beheben eines Bugs mit den Antworten, die man reinschreiben muss, einen neuen erzeugt habe oder sowas. Das wäre ja mies. Aber ich meine, an sich, laut diesem Antworttext ist das ja merkwürdig. Also ich würde sagen, das Ding ist, ich bin mir auch nicht sicher, ob man das jetzt werten kann, weil ich hätte damit warten sollen, bis sie wieder da ist oder so. Das ist ja wirklich merkwürdig. Oh Mann, also ich würde es ungewertet lassen. Ich würde es wirklich ungewertet lassen und dann sagen wir einfach, was los ist und dann schauen wir mal. Der Text ist wirklich verwirrend. Oder genau, wir können ja mal sehen, wenn ihr nächster Versuch richtig ist, ich bin ja auch logisch drauf gekommen. Also wir könnten ja sagen, wir könnten ihr noch die Chance geben, ich klappe meins zu und so. Und wenn sie es richtig hinbekommt, dann ist das Rätsel ungewertet. Und ansonsten könnte man überlegen, ob ich den Punkt kriege. Wie wäre dieser Vorschlag? Na, jetzt müsste sie halt nur noch wiederkommen. Ich kann ja so lange schon mal das nächste Rätsel lösen und einen Vorsprung rausarbeiten. Bitte keine Antwort, was das Gegoogelte angeht. Erst später, wenn es durch ist. Was? Komm erst mal hier rüber. Hast du die Antwort gegoogelt? Nein, ich habe keine Antwort gegoogelt. Ey! Na, okay. Ich bin komischerweise auf die Lösung gekommen. Ich habe jetzt nichts im Chat gelesen, alles gut. Okay. Übrigens, ich bin sogar logisch auf die Lösung gekommen. Das muss ja nur sein. Es wäre noch was anderes denkbar, wenn man noch ein bisschen weiter denkt. Ja, minus null war. Nein, nein. Na, halt, wenn er schon voll getankt ist. Nee, da würde ich auch nicht dran denken. Ich habe es auf eine Art und Weise logisch gelöst und es soll zwar eigentlich wohl die richtige Antwort null sein, aber das, was ich eingegeben habe, war aber richtig. Aber trotzdem denke ich ja dann richtig, weil die eigentliche Antwort ja null ist. Ah, stimmt, eigentlich müssten wir dann sagen, es war ein Unentschieden. Ja, weil wir beide, hatten null. Wir haben ja beide als erstes null gedacht. Ja. Also ist ja egal, was ich jetzt sage oder sonst irgendwas. Ist stimmt, aber du kannst gerne versuchen, mal auf die richtige, also die dort richtige Lösung zu kommen. Okay, die wäre? Nur wieso? Wie gesagt, ich habe es trotzdem logisch hingekriegt, hergeleitet, was kriegt es sein würde. Kriegt man es durch die Tipps? Oder? Nee, an sich wäre es ja null. Danach. Aber wenn du jetzt in einem realistischen Fall weiterdenken würdest und sagen würdest, der muss das Auto ja noch benutzen. Also um wieder zurückzukommen oder was? Nee, um überhaupt loszukommen zur nächsten Tankstelle, wenn er dann da ist. Also ein Liter oder sonst irgendwas oder was? Ja, das wäre das Geringste, was du drin haben kannst, laut dieser Antwort-Dings. Aber hast du nicht eins schon mal probiert? Nein.
Hast du mir gesagt? Ich hab eins jetzt schon mal probiert, als du draußen warst und es war... Nee, eins hast du schon mal probiert gehabt, das habe ich jedenfalls gedacht. Was? Ich hab dich gefragt. Nee, oder? Doch, das gucke ich mir später in der Aufnahme. Ich habe dich gefragt, ob du hast eins probiert schon, wa? Und dann hast du gesagt, ja, hast mir mal wieder anscheinend nicht eins zugehört. Probiert, vielleicht hast du auch was anderes, habe ich auch was anderes verstanden, dass ein irgendwas und nicht... Ich gucke es in der Aufnahme nach. Hast du gemeint die Zahl 1, dann hätte ich das wohl... Ach mein. War das falsche Rätsel? Aber auf jeden Fall hier, guck dir mal den Text dann an am Ende. Was denken wir von diesem Spiel? Es ist sehr komisch, wenn man eine gehackte ROM spielt davon. Ja, wir haben ja bald das Richtige. Mhm. Aber trotzdem, laut dem Ganzen wäre es 0. Ja. Also man hat keinen Benzinverbrauch, aber ich habe damit argumentiert, er müsste ja dann theoretisch wenigstens noch einen Liter drin haben, um zur nächsten Tankstelle zu kommen. Mhm. Mir fehlt noch was Minus bei mir. Kannst du ja wieder auf das andere Ding ist da. Und schon fertig. Ach nee, du bist das. Und du schon kannst... fertig, Jerry. So etwas verputzt sich doch als Vorspeise. Du kannst auch ruhig noch lesen, also nicht schon alles weitermachen. Wollen Sie vielleicht auch noch eine Nachspeise? Vielleicht noch ein Stück Kuchen? Ja. So, wo gab's da bei dir noch eine Hinweismünze? In dem Dingens da. Bei dir oben. Hier, ja. In diesem Vorraum. Da ist bei mir auch noch was. Aber wo? Hm. Da nicht? Links in der Treppe, bei der Treppe. Und wahrscheinlich oben. Hier in dem... Nein, nee. Links, rechts, also rechts, da, neben dem Petzenbild. Ach, da. Nein, auf dem anderen. Links von. Ah, dem. Okay, jetzt habe ich's. Okay, dann so, sind wir hier auch durch. Das Grundstück im Garten. Ja, und ich habe... Und ich habe... Bei mir fehlen noch zwei Münzen hier oben im Saal der Hausherrin oder da sowas. Da würde ich jetzt... Geht's erstmal dahin. Da fehlt mir nur eine. Ja, siehst du, deswegen würde ich ja mal sagen, gehen wir dahin, dann sind wir auf Gleichstand. Aber wo ist das? Ah! Eine ist in so einer Schublade bei mir gewesen, unter den drei Katzen aus dem Rätsel. Okay. Und jetzt müssen wir noch eine andere. Da habe ich dir aber gesagt, dass du eine. Kann sein. Was mir halt wieder nicht zuhört. Wieder. Och man, als wäre würde ich dir nie zuhören. Ich glaube, vielleicht irgendwo man vergrößern musst du. Ich guck gerade, also bei den Bananenschalen sieht es nicht danach aus. Bei der Dingens da auch nicht, also bei dem halben Blumentopf. Mhm. Okay. Hab's beim Kronleuchter rechts. Moment. Ja, ja, Kronleuchter. Rechts? Aha. Da. Oh, sowas Kleines. So, und jetzt holen wir uns noch... Das letzte Rätsel. The last puzzle. Okay, da ist es nicht. Habe ich auch als erstes gedacht. Da auch nicht. Ah! Bei diesem gezwirbelten Baum. An der Spitze. Der so links weiter ist. Ja. Achso, okay, hast du. Nanu, was ist das denn? Ein Outdoor-Rätsel? Ein Autorätsel? Ah, gut gefunden, Joe. Magst du es auch gleich lösen, wo du es schon für uns erschnüffelt hast? Na gut, dann zeige ich euch Welpen mal, was ein echter Rätselmeister so auf dem Kasten hat.